الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له شهادة موصولة إلى دار القرار ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسل الله تعالى رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفاء راشدين المهديين من بعد ووزراء الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على تحقيق أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو القدر الجليل وعلى بقية أصحابتي وتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى واتقوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه منذر النبي المرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو رزاق ذو القوة المتين. Oh, believers, Sayyid Muhammad, you can translate? Chapter. No, you are. Anyone not understanding English? Talking English?
لا ألماني؟ إن شاء الله. ها؟ إن شاء الله. جمعة مبارك أو بليفرز. Congratulations for you that God Almighty, Allah Almighty created you. That is enough also. That is enough to be thankful that you are created. And everything is saying thanks in the whole creation is praising the Lord and by his own way. And human being, mashallah, he is the highest species of creation. Because he has a heart, because of his heart, not because of his body. Because many animals, they are stronger than human being. But his heart is unique. Because Allah Almighty is saying, Subhanahu wa ta'ala, nothing can contain me but the heart of the believer. We have to know. We have to think about it. You must think. Remembering the Lord is always. You must do it always. We are asked to make it always. And there is different ways of thinking about our Lord. And one of them is to think. To use your ability for thinking, and you must think about creation, about yourself, and what is the reason for your living. The reason for your living is to know God. Because God Himself, Allah Almighty Himself, He said, I was a hidden treasure, I wanted to be known. That is the reason. For that, I created creation. And that means that you, every one of us, we have to know our Lord. That is our sustenance and our way, and it leads us to eternity, inshallah. To eternal bliss, eternal light, eternal beauty, eternal love. That is the way. And because this life is finishing. It finished. It doesn't matter if you live 1 year, or 10 years, someone, or 20, or 30, 50, 100, it makes no difference. You are dying. Your body is finishing. And you will die. And before that, you must make the connection with Allah Almighty. Don't worry about this world always. Say this difficulty, that difficulty, this is not important. Don't make yourself dependent on creation. Make yourself dependent only on Allah. He is the only one. He is the only one existing. La ilaha illallah. Nothing exists, finally, but Allah. Subhanahu wa ta'ala. So who helps you? Who is responsible for you? Who created you? Who gave you your sustenance? Who is looking for you? Who is nearer than your jugular vein? Who is nearer? Nothing and nobody but Allah Almighty. Yes. And Allah liked it to send Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He sent him to be representing him, and through him, through the love to him, to reach his love. And after Prophet sallallahu alayhi wa sallam, there is your sheikh, your murshid, your
guide, spiritual guide. He's from the awliya, from Wali Allah. He is a saint. He is clean. He is a sadiq, from the sadiqeen. And through him, you may reach Prophet's heart. Sallallahu alayhi wa sallam. As you reach through, the Shaykh is preparing you, preparing us, inshallah. And to know Allah, that is a blessing, and gives you beauty every time, and gives you love every time you know something a little bit from Him, so you feel some aspects, you feel or you taste something that gives you beauty, and that gives you love, and that gives you from His endless good qualities. And so every day you must experience a little bit from His miraculous being, from His manifestation, through His manifestation. Yes, don't worry about other things. Look only for that and try to make increase the love for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And now is a good time, because the holy months, they are starting. Yeah, on Monday is starting the holy month of Rajab, that is Shahrullah. After that comes month of Prophet sallallahu alaihi wasallam, Shaban, and then the months for us, for the Ummah, and Ramadan, inshallah. Rajab is a month, classical time for khilwa. Yeah, there is a people, and the Shaykh, he was ordering people to make a khilwa for 40 days. Khilwa means to seclusion, to be in seclusion for 40 days. We cannot do, but if we cannot do, still we make the intention. When Rajab is starting on Monday, make intention for seclusion. Say, I am intending, Ya Allah, seclusion for this month. Even every day 1 hour, half an hour, 1 hour, 2 hours between, I make an intention now from Maghrib to, from Asr to Maghrib. I'm making intention, I'm saying to Allah Almighty, I make intention, and to be with Him only, and to cut off dunya, to cut it off for that time, and to be only with You for that time. Concentrate. And it will be written for you, the whole khilwa, inshallah, 40 days. The awliyas, the saints, who are doing actually the 40 days, you are with them, if you have that intention. And you get the thawab, the hasanat and the thawab, and the results, effectively, you get them through your intention. And through them. And it is good for you, and it's good for us, for Akhirah, for everything. Because Prophet saying, sallallahu alayhi wa sallam, that anyone keeping his desires, he's controlling his desires for 40 days, then coming in his heart there's a fountain coming up, and wisdom coming on his tongue. On his tongue coming wisdom, from his heart coming wisdom. That is, if someone controlling himself, his nafs, amarra bisu, he's controlling for 40 days. You may try. You can say, you may say, inshallah, together we can say, Monday is Rajab, we are controlling, let's say, our eyes, for instance, not to look to haram. Yes, for 40 days, maybe we make intention. Even we cannot do, maybe, with new intention. And we are saying, we are keeping our tongue from bad talking, using bad words, using bad thoughts also, speaking bad about anyone, even thinking bad, we are saying no. 40 days, no. No, it's an experience, it's an exercise, it's seclusion. No, I refuse.
also to hear if someone comes and saying that one is bad and he did bad and this is a bad one and this is how it is terrible, I'm not listening. No, I refuse. My brother, my sister, I'm sorry, I'm in Khilwat. For this time, I'm not. After this holy month, you can tell me again. You can say. Yes, to improve. Why you are, Allah is saying, I am in your heart, and you use it as a garbage can. Your heart is a garbage, it's a toilet, your heart. It's a toilet. We use it as a toilet. Shaitan is using it as a toilet. You give permission to Shaitan to use it for a toilet? You must be crazy. You must be completely ignorant. And we are like this. We are ignorant and living in the time of ignorance. And we hope for our Shaykh to guide us. You need a guide. Don't say you are alright. You are not alright. We are not alright. No. Ask him. Be humble. And be humble and dive. Know that you are weak and you are asking your Sheikh directly. You are asking Allah, of course, and Prophet and the Sheikh directly. He is representing. You must ask for help. You are in need. We are in need. And don't depend on anything else, on people, on this one or that one, and say everything is okay, everything is by the will of Allah. Trust in Allah, and know that everything what happens to you is coming from Him, to test you. You must know Him. You can know Him by positively, also negatively. If you are, you can know Him by knowing what is not He, what is not Him. You may know him by that, or you know him by what he is. And so you must learn, everything what happens to you is good. Al-khayru fi ma waqa. Everything what happens is good, because it makes you free of your ego. If you have a difficulty with something, that means you need that, you need it, it's your medicine. The catastrophe is your medicine. The sadness is your medicine. Your desperation is your medicine. It's your medicine that you are getting. You must know. You look what it is. What you have to do with it. Don't say, oh, it's terrible, terrible, terrible. Oh, what shall we do? What shall you do? Trust in Allah. And know that there is something you must experience. That is our life. To know Allah is our life. You can only know Him when you free yourself from the ego. That is a process, lifelong process, and every human being is in it. Everyone. Yes. Knowing or not knowing. Muslims, non-Muslims. Believers, non-believers. Everyone is in that process. He is living his life. For what? To get rid of bad things, to get rid of everything what is not Allah. That is the purpose of life. I created this creation to be known. And I didn't create human beings and jinns except to worship me. And Ibn Abbas, he said, it means to know me. It means to know me. I created human beings and jinns only to know me. What else you have to do? What are you doing? Running around, from there to there. If you are lucky, in 24 hours you think one time about Allah also. That is our terrible state. We are like that. And the time is also like that, not like 1,000 years before. And you may earn blessings by following one sunnah. From 100 sunnah actions, you follow one. By that one sunnah, you may take blessings today. From 100 sunnahs, you keep one, it's blessings. In the time of Prophet was different, was just the opposite. If you leave
one sunnah from 100, your iman was in danger. Today is different. We have a different time. So be happy, try your best, do what you can, and be happy. You are born to be happy, your life to be happy, because Allah created us to be happy, to be in love and to be happy. O Brüder und Schwestern, Jumma Mubarak auf Deutsch, inshallah. Jetzt kommen die heiligen Monate, die drei heiligen Monate. Am Montag ist der Beginn, erster Rajab, inshallah. Erster Tag vom heiligen Monat, man nennt ihn den Monat Allahs. Rajab, Shahrullah, ist der Monat Allahs. Danach kommt der Monat vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Shaban. Und danach für die Ummah, die Segnungen für die Ummah im Monat Ramadan. Und Rajab ist eine klassische Zeit für Khilwat, für Einsiedler, für, wie sagt man, Einsiedelei. Alleine zu sein mit Allah, sich abzuschneiden von der Welt für 40 Tage und nur mit Allah zu sein. Das ist die Absicht. Und wir können das nicht, ja, die Umstände sind nicht so, vielleicht. Und deswegen soll jeder die Absicht machen, einfach am Beginn dieses Monats, am Montag, wenn man fasten kann, soll man fasten, ist auch Montag auch noch, auch der erste Rajab, wer fasten kann, soll fasten. Und es ist die Absicht, man muss die Absicht machen, feste Absicht Allah gegenüber, Khilwa zu machen. Und man kann es so machen, dass man eine Stunde am Tag oder eine halbe Stunde am Tag oder zwei Stunden am Tag oder zwischen Asr und Maghrib sage ich mache jetzt Khilwa, bin für niemanden zu sprechen. Die Welt interessiert mich nicht, weder in Gedanken noch in Taten noch in Besuchen noch in irgendwas anderes. Ich bin jetzt nur mit Allah, das ist meine Absicht. Dann werden diese Leute, die das machen, ja, die Belohnung bekommen und den Effekt davon, so wie die Heiligen die ganze Khilwat machen, die ganzen 40 Tage Einsiedelei. Inshallah, mit Allahs Erlaubnis und Allahs Willen wird jeder das bekommen, als wenn er 40 Tage Khilwat gemacht hätte. Der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, wer 40 Tage lang seine Sinne kontrolliert, ja, und sein Ego kontrolliert und seine Wünsche, sein Verlangen kontrolliert, wer das 40 Tage lang schafft, in dem wird eine Quelle entstehen in seinem Herzen, die dazu führt, dass auf seiner Zunge Weisheit erscheint. Ja, so ist die Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, und es bedeutet, das ist der Sinn von der Khilwat. Ja, wir können Teile davon machen, ja, wenigstens. Ja, in dieser Zeit ist es gut, wenn man eine von 100 Sunnah-Handlungen, eine einhält, ja, dann hat man die Chance auf Rettung, die Chance auf Segen, die Chance auf Belohnung, die Chance auf mit Ahl Zikr zu sein, ja, mit dem Scheich zu sein, mit dem Propheten zu sein, sallallahu alaihi wasallam. Ja, in der Zeit vom Propheten war es umgekehrt, wer eine Sunna gelassen hat von 100, ja, der ist Gefahr gelaufen, seinen Glauben zu verlieren. Ja, so machen wir die Absicht, inshallah. Und man kann üben. Ja, es ist eine Übung, ein Experiment. Ja, versuch 40 Tage lang kein Haram zu gucken mit deinem Auge. Kein Haram anzugucken. 40 Tage lang. Durchhalten. Ja, versuch. Es ist eine Absicht, eine Niyat. 40 Tage lang. Oder 40 Tage deine Zunge zu kontrollieren. Ja, oder beides. Ja, nicht schlecht zu reden über andere Leute. Überhaupt nichts Schlechtes zu reden, wenn es nicht notwendig ist. Und nicht schlecht zu denken über andere auch. Gehört auch dazu. Ja, und nichts Schlechtes zu hören. Wenn jemand schlecht spricht über jemanden, dann sagst du, nein, meine Schwester, mein Bruder, ich habe gerade Absicht gemacht, das ist jetzt Rajab. Komm nach dem Ramadan, dann kannst du mir das alles erzählen. Jetzt nicht. Entschuldigung. So, kann man machen. Wenn ihr das Herz frei haben wollt, dann muss man das machen. Wenn nicht, dann weiter. Immer munter weiter. Immer munter. Da kommt nichts. Außer, dass das Herz eine Toilette ist. Mülleimer, Toilette, wie ihr wollt. Weiter nichts. Passiert gar nichts. Keine spirituelle, kein Geschmack, keine Connection, nichts.
passiert nichts. Keine Nähe zu Allah. Und wir sind alle auf diesem Weg. Und wir sollen wissen, dass wir auf dem Weg sind. Allah hat gesagt, subhanahu wa ta'ala, ich habe diese Welt erschaffen, weil ich war ein verborgener Schatz und ich wollte erkannt werden. Ja, ich wollte ja, gewusst, dass wir Allah kennen. Das heißt, wir sind nur dazu da, in diesem Leben geboren, hier auf diesem Planeten, um Allah zu kennen. Gibt es keinen anderen Grund. Gibt es keinen anderen Grund. Wahrlich, ich habe die Jinnen und die Menschen nur erschaffen, um mir zu dienen. Und das wird interpretiert, und das ist ein Hack von Ibn Abbas, dem Onkel des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, der gesagt hat, das heißt, ich habe die Menschen und die Jinnen nur erschaffen, damit sie von mir wissen, damit sie mich erkennen. Ja, das ist der Sinn. Ja, womit sind wir beschäftigt? Wir sind geboren dafür, aber wir machen es überhaupt nicht, gar nicht. Alles Dunja. Essen, Trinken, sexuell, Beschäftigung, nur dieses Interesse. Nichts anderes. Haus, Auto, Television, Handy, Mandy, nur das. Und dann beklagen wir uns. Oh, Scheich, kannst du mal für mich beten? Ich bin hier völlig im Eimer. Ich brauche Arbeit. Ich brauche ein neues Auto. Und ich bin so unglücklich, ich bin so traurig. Ja klar, natürlich. Allah hat dich nicht erschaffen, um traurig zu sein. Allah hat dich erschaffen, um glücklich zu sein, happy zu sein, dein Herz aufzumachen für seinen Segen, für seine Süße, ewige Süße. Und das ist überhaupt ein guter Monat. Rajab ist der klassische Monat dafür. Shahrullah, ein wichtiger Monat. Mögen wir diese Zeit nehmen, inshallah. Ab Montag ist der erste Tag, Absicht zu machen, ja, in Khilwa zu sein, in Itikaf zu sein, in Uzla zu sein, Riyada zu sein und nicht schlecht zu denken, nicht schlecht zu sprechen, nicht schlecht zu hören und nichts Schlechtes zu sehen. Haram. Alles Haram-Sachen, alles zu vermeiden. Das ist alles Haram. Das alles zu vermeiden. Ja. Damit unser Herz frei wird. Wenn nicht ständig dieses Klagen, dieses Rumklagen. Und wir machen nicht, was Allah sagt, und klagen gleichzeitig. Und klagen ist verboten, ganz einfach. Ist einfach verboten. Klagen. Nur an einem Punkt darfst du noch klagen, dass du noch klagst. Darüber darfst du klagen. You may only in one point you may complain, and that is that you complain. That you are still complaining, you may complain about that. Nothing else. No permission. Wisst, dass die, was euch geschieht, zu eurem Leben gehört, dazu, dass das Ego auseinanderbricht, abfällt, Teile abfallen, damit ihr Allah erkennt. Nur dafür. Alles muss weg. Alles muss raus. Ausverkauf. Alles. Nichts darf übrig bleiben. Nur Allah, subhanahu wa ta'ala. Das ist der Weg. Und der ist der Weg von jedem. Ob er es weiß oder nicht, das ist völlig egal. Muslime, Nicht-Muslime, Gläubige, Nicht-Gläubige, irgendwelche Religion, es ist völlig egal. Jeder Mensch ist dazu da, das ist Hak von Allah subhanahu wa ta'ala, jeder ist dazu da, sich zu schälen, sich zu entwerden. Ja, die Sachen raus, das muss abfallen. Ja, damit man Allah erkennt. Und einen guten Weg geht, inshallah. Und sein Ziel erreicht, ja, dass wir Allah spüren und dass Allah uns mit uns ist und nicht nur, sondern auch die Schöpfung. Einer, der das erreicht hat, mit dem ist Allah, mit dem ist auch die Schöpfung. Er hat die Schöpfung, ist ein Sultan, der wird Sultan, weil er sein Ego beherrscht. Er ist King über sein Ego, über seinen Nafs. Über seine Sklaven ist er tatsächlich der Herr. Nicht die Sklaven sind der Herr. Jetzt sind die Sklaven der Herr. Shahwa und Radab. Wut ist der Herr und Verlangen ist der Herr. Danach wird gegangen und wie ein Esel hinterher. Yes, we are
servants of Shahwa and Radha, not king. We have to be king. You are born to be sultan over Shahwa, over Radha, over your bad qualities. You are king, you must be sultan. That is your destination of human being. May Allah help us, inshallah, to come to that, inshallah, and to finish with egoism and nonsense, and to believe in what the Shaykh is saying, to believe in what Rasulullah is saying, to believe in Holy Quran, to believe. You are reading and not believing. Wissen das für einer da hinten? Khaled, hol ihn mal da hinten. Wer ist das denn? Jibu, das ist Juma. Salatu Juma, tänzt da draußen rum. Subhanahu wa ta'ala hat uns Juma gegeben, verstehst du? Dieses heilige Moment. Der Tag, wo sein Gesicht offenbart wird im Paradies. Die Leute laufen draußen rum und telefonieren. MashaAllah. This is the time of Asr Zahiliya. Yes. Unconsciousness, Unbewusstheit. Möge Allah uns helfen, inshallah, unsere Herzen erwecken, sodass unsere Herzen erwacht sind, inshallah. Und dass wir etwas nehmen können von dem, was Allah uns gibt, ständig. Ja, und das Einsehen, inshallah. Wenn wir uns helfen, gut zum Rajab bringen, inshallah. Wer Rajab erreicht, lebend erreicht, den kann man gratulieren. Ja, es ist eine sehr gute Zeit, ist die Saison, sich mit Allah zu verbinden. Und wer das lebend erreicht, kann man nur sagen, Mabruk, gratuliere. Who is reaching Rajab, Holy Rajab, alive in his body, you can say Mabruk. Because he will reach the time, the season, when Allah says, come to me, he's asking, come, say astaghfirullah and come. Ala ina ahsana kalam, wa ablagha al-nizam, kalamullahi al-malik al-aziz al-alam, kama kala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kalam, wa dhakuriyatu al-Qur'an fastamiyula, wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الرسول يا سندي الله الله أنت باب الله تمدي فبدنيا يا يا حبيب الله بإخوانك بيدي أنت سر الكون سيده الله الله روح مولاه أوحد عبدكم معتاد لكم يده الله الله مددك يا صاحب مددي يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله وتمدي فبدنيا يا وآخرتي الله الله يا حبيب خذ بيدي وقت عيدون وليس ترى الله الله مثل طاب في الورى بشر مطلق السماء سماء سرى الله الله قادر الأخلاق وشيمي يا سندي
الله أنت باب الله دمدي فبدنيا وآخرتي الله الله يا حبيب الله خذ يا طيبة يا طيبة يا دواء يا اشتقنا لي والهادي دانا والهادي دانا يا طيبة يا طيبة يا دواء العيانا اشتقنا لي والهادي دانا والهادي دانا لما صار المركب نسانين ساروي دمعي ما جفاني لما صار المركب نسانين ساروي دمعي ما جفاني أخذوا قلبي مع جناني أخذوا قلبي مع جناني يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة والهنا يا طيبة يا طيبة يا دواء العيانة اشتقنا ليك والهادي دانا والهادي دانا يا طيبة إليك نشتاق يا طيبة أضمن الفراق يا طيبة إليك نشتاق يا طيبة أضمن الفراق والدمع بالعين حراق والدمع بالعين حراق يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا ديوان والهنا يا طيبة يا طيبة يا دواء العيانة اشتقنا لي والهادي دانا والهادي دانا الله 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله 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 حبيبي محمد يوم كان
Allah ya Jalil, Allah Allah ya Jalil, Allah
Allah dul celal Allah Allah dul celal Allah Allah dul celal Allah Allah dul celal Allah Allah dul celal Ya Rabbi bin abi eril acil bin nasri ve bil faraci ya halikana ya razikana